Yo, 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 willkommen bei einer neuen Folge Let's Play The Forest mit DJ Axt. Live aus dem Happy Holiday Island. Scherz beiseite. Natürlich wird das nicht ein Live DJ Axt Super The Forest Play. Wir sind hier immer noch bei The Forest, das Ganze, sag mal, traditionell. Ja, was haben wir heute hier? Erstmal, kommt ein Vögelchen? Kommt ein Vögelchen? Ja, wohl nicht, ne? Moment, nee, da kommt nichts. Ja, klar. Gut, sieht es folgendermaßen aus hier, ne? Vom Stand der Dinge. Wir spielen immer noch mit dem Sascha's Mod, das auch die Sache, die ich euch noch zeigen möchte, ein bisschen genauer drauf eingehen. Beim letzten Mal war es ja nur eine Übersicht, ne? Ja. Was machen wir hier? Wir aktivieren mal mit F6 den God Mode und gleichzeitig muss ich auch eine traurige Mitteilung hier machen. Ja, ich habe ein gewisses Programm benutzt, um mein Inventory ein bisschen, sag mal, aufzustocken. Führte dazu, dass es kein Pedometer mehr gibt. Ja. Ist natürlich nicht so schlimm, man geht doch her, holt sich irgendwo den Pedometer wieder ran, ne? Nee. Das Ding ist nicht im Flugzeug, ja. Ich krieg's mit dem Programmchen auch nicht wieder rein, geeditet. Dit. Und ja, ich müsste mal neu laden, aber das Problemchen an der Sache ist, ist mein Happy Holiday Island ist da drin, das wird jetzt erstmal vorgeführt, etwas später. Ich zeige euch allererstens, bevor wir weiter fortfahren, den netten Bug mit den Pfeilen. Ja, schwarzes Inventar kennen wir. Wir drehen es woanders hin, ist wieder hier. Es funktioniert hier folgendermaßen. Man legt hier genau mal 4 Stück von diesen Federteilchen drauf. Ja, ist schon Gekreische hier wieder im Game, meine Fresse. Und ein Stöckchen dazu. Na, natürlich geht nichts. Genau in dieser Reihenfolge, wie ich jetzt angefangen habe, machen wir auch gleich mal weiter. Und legen das Stöckchen zurück, legen auch mal die 4 Federn zurück, holen uns dann ein Stöckchen her, eine Feder, Katsching. Ja. Ratzfatz, was gibt? Ja, ordentlich mal 4 Pfeile. Oh, irgendwas fehlt mir noch, genau, der Bogen. Und das an und für sich, das Ding, das wir hier ohnehin nehmen möchten. Wir reiten vor! In die, ist auch gerade Nacht. Vielleicht nicht allzu passend vom Setting her. Deswegen waren wir jetzt auch mal direkt mit Taste M aus dem Sascha-Mod-Menü. Ja, bekommt ihr natürlich auf Forum. Ja, da werdet ihr nicht so geschlagen. Auf forum.survivetheforest.net. Ja, alles mit dem Modloader. Da machen wir hier mal 16 Fall. Einfach registrieren, im Forum gibt's einen Modloader zum Runterladen. Schon ist die Sache wieder nett. Ja, jetzt haben wir es hier ein bisschen vorgedreht mit der Zeit. Kannibalen sind schon mal fortgelaufen. Ja, weg sind die. Ja, da kommen sie. Ne? Jetzt gehen wir ran. Ich hab's vergessen letztens. Ja, vor lauter Aufregung. Slow Motion. Und wir schalten direkt mal runter. Auf die 0,25er Geschwindigkeit. Und jetzt geht's mal hier im Rambo Mode richtig ab. Ja, das war hier mal zu Demonstrationszwecken. Ordentlich vorbeigeschossen. Ja. Und jetzt kommt die zweite Demonstration. Ich kann den Pfeil wieder mitnehmen. Man glaubt es nicht, ne? Alles möglich dank Templars Mod. Templar GFX Rebalanced Mod. Den Sascha in sein Mod eingebaut hat. Wir gehen hier mal ganz flockig auf Kannibalenjagd. Zücken dabei immer wieder ein kleines Pfeilchen aus dem verwundeten Körper des Opfers raus. Ja, du kannst hier laufen, das wird nichts werden, mein Junge. Komm mal hier.
Die Fresse möchte ich nicht haben, ne? Ja, da steht schon einer bereit hier irgendwo. Und den hier. Oh, natürlich ging der vorbei. Ja, und das Mistvieh auf dem Baum rauf, ne? Wir holen uns den Pfeil. Das eben immer hier das Risiko. Vor allem auch im Let's Play. Ja, du kannst mich auch mal. Das geht zum Beispiel hier gar nicht, so richtig hoch zu schießen. Da geht die Kamera hoch. Aber der Bogen mit dem Pfeilchen nicht. Jetzt hüpfen wir hier runter. Ich will ein Let's Play hier machen. Ja, so stelle ich mir das vor. Ja, nicht so ganz. Ja, getroffen, ne? Wahnsinn hier wieder. Wahnsinn. Wir haben hier nur ein Riesenproblem, denke ich. Ja, es gibt keine Pfeile mehr. Ich habe keine Stöcke mehr. Ich habe überhaupt nichts mehr. 1, 2, 3, 4. Ja, 4. Jetzt geht's mit 4. Nee, oder? Ja, jetzt geht die Feder hier nicht mehr rauf. Was hast du mit mir? Nee, was ist hier denn überhaupt? Ich krieg die Feder. Ja. Das sind wir hier die Demonstration. Ja. War vorhin die Hose gegangen. Ja, wunderbar, wunderbar. Das ist natürlich auch ein willkommener Bug aus reiner Verzweiflung. Hier der nächste Bug. Wunderbar zu sehen. Oh, hier mein Pfeil. Jawohl. Ja, da kriegst du jetzt eine reingedonnert, mein Lieber. Zack. Ja. Ja, das hier jetzt nicht mal Fuchs, du hast die Gans gestohlen, sondern Kannibal, du hast meinen Pfeil gestohlen. Gib ihn wieder her. Frei nach diesem Motto denke ich mir, müsste es bei Templar Chief X im Kopf umgegangen sein. Von der Überlegung hier, ne, machen wir die Pfeile doch aufhebbar. Und wie hier einwandfrei zu sehen ist, ja, im Rambo Mode haben wir hier einen Kannibalen erlegt mit dem Pfeil. Ich demonstriere also außerordentlich erfreut. Man hört es vielleicht an meiner Stimme. Ja, kann ich auf jeden Fall wunderbar bestätigen. Es ist möglich, hier die Jungchens alle mit dem Pfeilchen umzulegen. Ja. So, wir kehren zurück in das wunderbare. Ja, wo kommst du denn her? Horch, ich komme von draußen rein. Ja, das kommt mir auch so vor. Ja, das heißt hier jetzt Happy Holiday Island, diese ganze Sache hier. Ja, gibt's nicht nur hier, damit es ein bisschen heller ist und auch in der Nacht was sieht. Nö, ist auch zum Abhalten von diesen komischen hier. Ich mache auch mal das Survival Book kurz auf. Ich brenne, damit das Dingens hier unten weg ist. Wunderbar, wir hüpfen auf die Brücke. Ja. Und das geht alles flüssig. Ja, ich werde auch mal kurz hier die Distanz und F7 erweitern beziehungsweise ja, ihr wisst schon, hier geht's ein bisschen hinunter und wir sind auch schon bei unserem Happy Holiday Island. Ja, wie ihr seht, ist nicht alles ganz korrekt verlaufen, ne? Aber dafür haben wir alles hier. Ne? Eine ordentliche Sitzbank. Für jeden bisschen was zu pennen. Ne? Das hier, ja, das Königszelt quasi. Ein Haufen Viecher laufen auch irgendwo rum. Ja. Ja, guck. Da war doch mal hier so ein Floßteilchen. Ja? Wo das hin ist, weiß mal wieder niemand. Oh Mann. Ja, hier. Ja gut. Wir kommen zum wesentlichen Teil, warum ich eigentlich hier bin. So, jetzt können wir auch mal hier alles ablegen. Nehmen wir aber noch ein Steinchen mit, dann können wir den ja Wurst. Ich zeige euch was Wunderbares, nämlich Bauen mit DJ Axt. Ja, das war's auch schon wieder mit der lustigen Musik. Und wir bauen uns hier was Nettes hin. Nämlich, was ist unser Ziel? Oh, klar, wir wollen auf die andere Insel. Da wollen wir hin. Dazu wählen wir
klassisch gekonnt. Ich mache das jetzt einfach mal hier grob mit dem Augenmaß. Das wird wahrscheinlich ein bisschen ein Kampf werden hier. Ich denke mir mal, so sind wir ungefähr richtig. Ja, wird ein bisschen schräg werden, ne? Aber das bekommen wir hin, das bekommen wir hin. So. Ich mache wieder Taste M für Sascha Mod Menü. Und hol mir mal den Fly Mod. Ja, mit dem Fly Mod ist wunderbar. Genau bei Konstruktionen wie diesen. Ich baue hier einfach mal entlang, ja. Gucken, was bei rauskommt. Wenn wir einen Mist bauen, müssen wir wieder quasi von vorne anfangen. Dann wird das Let's Play hier direkt mal ein bisschen länger. Ja. Aber ich bin da zuversichtlich. Was ich hier nicht alles schon gebaut habe in dem Spiel. Allein hier auf die Brücke bezogen. So, jetzt ist auch wunderbar zu sehen, wozu der Fly Mod aus dem Sascha Mod wirklich gut ist. Ah, ich sehe schon, das wird wahrscheinlich ein sehr gewagter Einfallswinkel hier. Und es gießt von, ich weiß nicht, ja. Können wir hier wieder ein bisschen beobachten. Auch hier ganz oben nochmal hier ein bisschen Darstellungsdistanz nach oben drehen. Vögelchen, ja. Wald, Berge, Felsen. Sag mal, ordentlich, ordentliches Wetter. Ja, fängt's noch mal ordentlich hier aus allen Kübeln an zu gießen. Wunderbar. Ja, ein bisschen Dramatik. So mag ich ein Let's Play ordentlich, ne? Muss ja auch was her machen. Yeah. So, meine Lieben, wir sind auch schon fast an der anderen Insel angelangt. Ich sag mal, was für ein Einfallswinkel. Wunderbar. Bin jetzt selbst wirklich ein bisschen überrascht, ja. So ein Augenmaß, damit hätte ich dann doch im Ende, oh ja, nicht gerechnet. Und wir haben hier unsere lieben Freunde, die Tiere, die wir essen können. Wir gucken uns das mit dem Flymod einfach mal hier kurz von oben an. Ja, sieht astrein aus, ne? Ja, ich hätte gesagt, wir machen das mal ordentlich hin. Ne? Dazu ganz klassisch, ja, wir entfernen mal einige Blueprints hier. Soll ja auch ein bisschen nach was aussehen. Ja, und ich denke mal, das hier so zu belassen. Ja. So, ich drücke hier auch mal die F5-Taste und los geht's, hätte ich gesagt, ne? Mit dem. Oh, nee, warten wir mal kurz. Wir fliegen hier schon wieder irgendwo durch die Gegend. Ich deaktiviere mal den Flymod. Aufgesessen, wunderbar. So. Ja, und während wir hier completen, gibt's ein bisschen DJ-Axt ohne DJ.
Ja, sieht das kein aus, oder? So. Ja, DJ Axe steht hier mal zum DJ, der einfach nur wieder DJ ist. Ohne lustig wunderbare ja, Musik vom Festchen hier. Und wir springen auch mal ganz flott auf und trellen hier über die wunderbare Brücke drüber. Ja, leider bei Regenwetter. Anders ging es in diesem Jahr leider nicht. Wir können uns hier auch mal alles angucken. Stehen bleiben, gucken. Sieht hier grafisch heute irgendwie nicht so aufregend aus. Wundert mich, ja, wundert mich. Ja, ja, ich mache hier aber auch jetzt mal wieder 16-fach ordentlich Speed rein. In der Hoffnung, dass dann hier das Wetter mal ein bisschen, wirklich ein Stückchen hier besser wird. Ja, kann es denn hier tatsächlich tagelang Dauer regnen? Was denn jetzt los? Ja, das Höllenfeuer steigt hier dazu. Ich meine, was denn jetzt überhaupt? Ja, ja, ich denke mal, ich habe einen T-Rex irgendwo gesehen. Oh Mann, oh Mann. Ja, lass mal, ich hätte wohl nichts von Dramatik vorhin erwähnen sollen. Ich denke mal wohl wirklich, ne? Ja, ich hab's doch nicht so gemeint. Wirklich? Ja. Scheint wohl heute nicht so ganz mein Tag zu sein. So, aber da sieht man mal, wie wunderbar The Forest hier an manchen Stellen dann wohl aussehen kann. Hier ist Oberwasser, Unterwasser mit Weltuntergang angesagt, ne? So, nee, och Mensch, bitte. Ja, es ist so, ich mach mal hier wieder normalen Speed, man glaubt hier dann tatsächlich, oh mein Gott, das Spiel blieb stecken. Ja. Ist nur ein bisschen ungewohnt. So, und wir latschen hier auch mal ganz gemütlich auf unsere neue Insel, ne? Tada! Soeben habt ihr eine Insel in Besitz genommen. Oh, eine Spinne. Du spinnst doch, du Spinne. Ja. Ein Vögelchen? Und ich sag mal, eigentlich könnten wir jetzt dann direkt mal auf die andere Seite rüberbauen. Ne? Ist hier eine wunderbare Verbindung. Aber ich zeige euch anstattdessen lieber noch einen schönen Bug. Dann haben wir alle schönen Grafikbug. Ne? Ist nix. Ist quasi hier eine Scheibe. Ja, also irgendwas. Spiegelwasser oder so. Ist auch schon gewesen mit dem Flymod wunderbar zu probieren. Ja, ja, dann macht er hier gerade mal hier Vögelchen Handbewegung oder was das. Ja, ich bin feucht und kalt ist mir auch, ist mir alles bewusst. Ja, mit dem Wetter ist heute leider nichts mehr geworden, liebe Leute und auch Foren Zugucker. Ja, leider. Aber ich hoffe mal, das Let's Play hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich habe euch einfach mal gezeigt, was man hier mit dem Saschas Mod noch alles so Tolles machen kann. Ich sag mal Tschüss, bis später im Forum oder auch danke fürs Zusehen. Bis denn, das war DJ Axe.